Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16. Wir spielen heute gegen Hamburg. Bayern möchte gerne Hulk haben. Leverkusen möchte Benteke. Kameni, Origi, okay. Jimenez. Und Griezmann. Und der möchte nicht zu Hotspur, sondern zum Tottenham, genau. Sondern möchte bei Tottenham bleiben. Formstark hält an. Was gibt's noch? Die Baller verletzt. Okay, Hamburg. Bla 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 bla. Mhm. Aha. Okay, voraussichtliche Aufstellung. Schulti, Leuchten, Limke, Rosbach, Silvester, Di Rossellini, Schalupa, Depay, Geldmacher, Karaka, Jakovlevic. Okay. Sieht zwar genauso nicht so aus, aber ist mir egal. Denn Dybala ist dabei. Di Rossellini, Tielemans, Meier, Röser. Und ich wollte Husik eigentlich mal wieder dabei haben. Und den Kansa will ich nochmal dabei haben. Geldmacher, der überzeugt mich jetzt gerade nicht so, aber ich tue nicht trotzdem mal da rein. Und wir spielen einfach mal. So, heute gegen Hamburg. Da bin ich wieder gespannt, wie die neuen Spieler sich wieder so machen. So langsam sind das ja keine neuen Spieler mehr, sondern haben sich ja so langsam eingespielt. Und deswegen sollten die jetzt auch die Höchstleistung abrufen können. Liebe Fußballfans, wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. So beim dritten Spiel oder so. Ja, kann sein. Und sehe hier gerade nicht so eine krasse Veränderung. Also ich sehe hier keinen Top-Stürmer oder so drin. Bei Hamburg. So. Anstoß. Kleber. Giroud. Dybala war ja letztes Spiel verletzt, aber dieses Spiel kann er wieder mitspielen. Das ist super, finde ich. Ja, ich mag den Typen echt. Boah, schau, wie der sich da durchsetzt, Junge. Oh, nicht wegrennen. Zack. Ah, zu weit. Mann. Scheiße. Jawohl. Memphis. Abseits. Okay. Das wird gefährlich. Das ist schade. Aber wäre trotzdem eine super Flanke gewesen. Das ist super. Wenigstens etwas. Ich wusste es. Giroud. Oh. Das war ein bisschen zu überhastet. Jawohl. Och Mann! Scheiße. Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Naja. Der macht das schon super, der Shaw. Jawohl. Oh, Dybala. Jawohl. Ah nein! Mann! Der war doch perfekt, der Trick. Er entscheidet schnell und richtig. Ja. Jawohl. Da. Ja. Jetzt. Ja. Nein. Oh mein Gott. Das wäre ein perfekter Pass gewesen. Wäre der Typ da nicht mehr dran gekommen. Freistoß. Okay. Meinetwegen. Mach mal bitte so. Ah ne, wir machen es anders. Wir nehmen mal bitte, keine Ahnung, Shaw oder so. Zweiter Schütze. So. Jürgensen. Boah! Was ein knappes Ding, Junge. Junge. Ich dachte ganz kurz, der geht so rein, ne? Ja, sieht man wunderschön die Parade. Aber
Trockny ist einfach zu krass erfahren. Der lässt das nicht mal mit sich machen. Oh, ein Kansa war das. Auch da ist er wieder zur Stelle. Und, nee. Die Rossellini? Nein, auch daneben. Jawohl. Gut. Wo ist er? Boah, ich dachte ganz kurz, der geht so rein, ne? Ach, nee. So. Na, der wird abgefangen. Oder auch nicht? Nicht? Abseits. Hä? Was war das für Abseits? Was war das? Ich hab das so gar nicht so richtig gesehen, ich dachte. Auf einmal war der Typ drin. Wow. Wow, Alter. Wow. Dann wird er angeschossen und deswegen steht er dann im Abseits. Alles klar. Gut, dann halt nicht. Schiri ist wieder gegen uns. Okay. Guck, er ist gegen uns. Oh, direkt die gelbe Karte, alles klar. Ja, ja. Mhm. Oh, oh. Ah, jawohl. Gut. Jetzt Memphis Depay. Memphis Depay. Meier! Nein, Meier, Junge! Mann! Der Typ hat immer so gute Chancen, aber der Typ, irgendwas kommt dann immer dazwischen. Dybala. Dybala. Boah, was ein Ding! Was ein Ding, Alter! Was ein Ding! Junge! Alter, Vater! Nee. Jetzt. Bam. Junge, Junge, Junge. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere. Was ein Ding. Danke an die Regie dafür. Unhaltbar. Junge. Und jetzt sagt noch mal, der hat sich nicht gelohnt. Allein schon für dieses Ding hat er sich gelohnt. Alter Vater. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Schenkt Soso. Scheiße. Ja gut. Kann man mal so machen. Kann man mal so machen. Ach nee. Ich liebe so welche Momente einfach, ne? Wenn man einfach mal drauf zieht und der einfach genau in den Winkel geht. Ach Mann. Ach Junge, ist gut, ist gut, ist gut. Wird's jetzt gefährlich? Der kommt gut. Oh, 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 oh. Jawohl. Richtige Entscheidung, der Schiedsrichter hatte aber auch eine gute Position. Handspiel. Rutschkarte. Oh, jawohl. Gut. Gut, 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 gut. Na, jetzt abspielen. Boah, hat er den umgenockt. Junge, Junge. Da wollte ich gerade einen langen Pass machen und der knockt mich einfach so um. Von Röser, okay. Sieht gut aus. Er ist drin. Nice. Gut. Gut, gut. Kann man nichts zu sagen. War einfach perfekt geschossen. Wunderschön. Wunderschön. Was will man mehr? Hm? Perfekt über die Kleinen drüber und genau in die Ecke. Schaut doch gut aus. Es steht gut, 2:0. Bisher spielen sie hier 2:0 in der ersten Halbzeit schon. Und es gibt noch eine Zugabe, 4 Minuten Nachspielzeit. Jawohl, Jürgensen auch wieder.
Na, ein bisschen zu feste. Oh, 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 oh. Tielemans. Memphis jetzt. Och Mann, ich war gerade so geil durch. Jetzt hätte ich nach oben gepasst und der hätte einfach geschossen. Tor, 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 Tor. 2-0 zur Halbzeit. Wunderbar. Ah, der Torwart war trotzdem nicht schlecht. Er hat da schon Dinge rausgehauen, wo ich dachte, die kriegt ihr nicht mehr. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. So. Die Baller. Boah, hat er den um. Junge. Wie aggressiv die auf einmal sind, ne? Ja, natürlich, da gibt er nichts, ne? Da gibt er einfach nichts. Ja, ja. Da gibt er einfach mal gar nichts. Ach, scheiße. Schade. Depay hätte beinahe wieder ein Tor gemacht. Aber leider dann doch nicht. Er stand gut und Freistoß wegen Handspiel. Ach so, Handspiel. Okay. Komm. Zack. Ah, okay. Ja. Okay. Ich glaube, Shaw entwickelt sich so langsam zu einem Gareth Bale. Wie schwul ich das... Boah, krass, Alter. Wie schwul ich das gerade einfach gesagt habe. Ich dachte so, ja, der ist gut. Und dann, boah, einfach so voll weit drüber. Aber er kann ihn irgendwie nicht verwerten. Er kann den Kopfball nicht platzieren. Die Chance ist fatal. Der Typ muss eindeutig mal Kopfball trainieren. Kopfball. Kommen die Baller. Jawohl. Lauf, 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 lauf. Jawohl, und Elfmeter wieder. Junge, wie aggressiv die sind. Das gibt's doch nicht. Die wollen uns noch verletzen. Und das wäre auch schon wieder eine rote Karte gewesen. Immer. Von hinten rein. Ohne einen Grund. Schau dir das an. Da. Zack. Alter Vater. Dann wir nehmen mal einen anderen. Wir nehmen mal hier Meier. Jawohl. Dann hat Meier auch mal ein Tor, ja? Dann hat Meier auch mal ein Tor. Also es gibt dann seine Note und seine Form und alles und Elfmeter ist jetzt nicht so schwierig. Ja? Den kann sogar ein Typ mit einen Elfmeterpunkt machen. Also man muss ja eigentlich nur einen grünen Kasten da treffen und dann ist das genauso wie bei einem Typen, der 100 Punkte da hat. Nur beim 100-Punkte-Typ ist halt der grüne Kasten ein bisschen größer. Der ist halt leichter. Beim anderen ist es halt ein bisschen schwerer, aber egal. Oh, Abseits. Jawohl, macht sogar noch so einen Fehlpass. Jawohl, ein wunderschöner Pass. Wunderbar. Oh Gott. Was war das? Oh nein, Rosa. Rosa, Junge. Rosa. Das war so ein keine Ahnung, Ping-Pong. Der legt ihn sich weit vor, obwohl er einen Trick machen wollte. Dann kommt der Pass in die Mitte aus irgendeinem Grund von einem Verteidiger. Dann kommt, ja. Da fängt er die Flanke ab. Memphis, Depay. Ah, zu weit. Ah, what? Was war das? Was war das? Hä? Okay. Komm, sag's mir, bitte. Das war's für ihn. Der Trainer erlöst ihn und nimmt ihn aus der Partie. Ja, passiert. Nie wirklich ins Spiel gefunden. Natürlich eine völlig richtige Entscheidung. Tja, wenn man so scheiße ist wie der, dann kann man nur ausgewechselt werden. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für den HSV.
dann geht es auswärts gegen den FC. Jawohl, Tielemans! Tielemans! Nein! Mann. Sehr gerne. Oh, okay. Jawohl. Einfach wegschubsen, ne? Jetzt könnte er gelb-rot bekommen. Was hat der Spieler für ein Glück? Es gibt nur Freistoß. Da hätte man über Gelb nachdenken können. Na, scheiß Pass. Jetzt kommt wieder so ein Skript. Da verlieren sie den Ball. Aber sie können es trotzdem nicht. Jawohl, wunderbar. Wunderbar. Jawohl. Nein! Oh mein Gott! Meier! Oh, abgeblockt. Mann. Na, haut der den denn noch so raus, Junge? Okay. Wir wechseln mal eben aus. Und zwar Jürgensen, weil ich nicht will, dass der noch irgendwie gesperrt wird. Röser. Und Meier. Zwar für Geldmacher. Ansonsten jammert er mir hier wieder vor. Ich spiele gar nicht. Ich bin zwar einer der schlechtesten Spieler, aber ich spiele aus irgendeinem Grund nicht. Stieber. Mann. Ach, den hat Dragowski. Noch nein. Verkackt. Ganz einfach an den Ball gekommen. Oh, oh. Boah, Pfosten. Und sogar noch Abseits gewesen. Ja, ja. Wunderbarer Pass. Wunderbar. Der Spielstand, schauen wir doch mal, mit wem sie es als nächstes zu tun bekommen. Der nächste Kontrahent des Hamburger SV heißt FC Augsburg. Dann müssen sie aber ganz. Oh, die Baller. Die Baller. Nein, ah, verkackt. Nein. Mann. Jawohl. Nein, Rosbach. Mann. Ganz schnell ausgeführter Einwurf. Kaka. Memphis. Nein. Ha, Handspiel. Verkackt. Ja. Wen nehmen wir? Wir nehmen... Ich könnte Karaka nehmen, aber... Oh, wir nehmen Depay. What the fuck? What the fuck? Alles klar. Alles klar. Hatte ich auch noch nie. Wer ist denn, der blockiert uns jetzt aus irgendeinem Grund? Zu wenig, oder? Ja. Scheiße. Schau, komm, mach was. Super Flanke. Ach, scheiße. Ja, wenigstens irritiert. Jawohl, perfekter Pass. Bam! Nein! Fälscht den noch nicht ab! Ich wusste es. Fälscht. Ich dachte es irgendwie. Ja. Das dachte ich. Memphis jetzt. Memphis wieder. Lauf. Jawohl. Schöne Flanke. Gott, nein. Bam! Boah, ich dachte ganz kurz, der kollidiert so rein, ne? Ja gut, 3:0. Das wäre eindeutig mehr drin gewesen. Aber 3:0 reicht. Klarer Sieg. Ein bisschen was für die Tordifferenz getan. Meier war gut. Alle waren gut. Ja. Und ja. Gut, gut. Gut, gut. Eben noch Training. Meine Rolle im Verein, meine Rolle im Verein. Junge. Junge, Limke. Du warst jetzt die ganze Zeit im Spiel, ne? Dann bist du einmal nicht drin. Meine Rolle im Verein. Meine Rolle im Verein. Ich will das nicht.
Das ist doch doof. Alle Scheiße hier. So. Gut, gut. Transferangebot für George Williams oder Georg. Ja, klar. Der Typ geht weg. Gut. Tottenham will Müller. Und wir haben ein Transferangebot für Hussig. Nach einer Leier zu Oldham Athletic. Oder Athletic. Ne, Athletic. Gut. Ja. Nehmen wir auch an. Gut. Dann kriegt er nämlich ein bisschen Spielzeit. Das ist gut. Das ist gut. Und Spieler verkauft. Baumann zu Liverpool. Junge, Junge. 95 Millionen. Wir haben dafür 95 Millionen gekriegt. Wir schauen mal eben in den Teambericht, ob wir irgendeinen Spieler noch brauchen, ja? Rechtsverteidiger brauchen wir nicht mehr. Innenverteidiger brauchen wir nicht mehr. Linksverteidiger brauchen wir nicht mehr. ZDM brauchen wir nicht mehr. LM, nö. Dybala, nö, nö, nö. Gut. Gut, gut. Gut, gut. Ja, ja. Gut, gut. Dann können wir ja weitermachen. Bim, bim. Lol, Dortmund hat sich Griezmann gegönnt. Ne, oder? Doch, krass. Dortmund hat Griezmann. Krass, Alter. Das ist jetzt krass. Das verändert jetzt sehr viel. Und zwar sehr, sehr viel. Und Bayern will immer noch Hulk. Die haben aber Arda Turan jetzt gekriegt auch. Cool. Haben dafür aber Gaudino weggetan. Gaudino fand ich damals immer sehr geil bei Bayern. Transferangebot von Nick Schalupa. Ja. Nehme ich an. Denn der Typ... Ich weiß nicht. Es gibt einen, der besser als den. So. Dann kann ich ja mal überlegen. Wen es denn so ZOM-mäßig gibt? Shalanulu. Ja. Odegaard. Odegaard. Dribbling, Ballkontrolle, kurzer Pass, Übersicht, Balance, Beweglichkeit, Antritt. Nö. Ben Arfa. Ben Arfa oder Shalanulu? Huh. Guarin natürlich könnte ich auch noch machen. Ich weiß es aber nicht. Geist ist ziemlich auch. Ist ziemlich auch geil. Ist auch ziemlich geil. Guarin. Stärke, Aggressivität, Ballkontrolle, Freistoß, Fernschüsse, Schusskraft. Abschuss hat auch relativ viel. Guarin, Shalanulu. Schusskraft, Fernschüsse, Fee. Freistoß, Stellungsspiel, Übersicht, Reaktion, Guarin. Stärke, Ausdauer. Was machen wir jetzt? Das ist echt schwer. Wir nehmen Shalanulu. Nehmen Shalanulu und bieten direkt mal dafür 26. Mal schauen, ob wir den noch kriegen. So. Transferangebot abgelegt. Wir haben Angebot für ein anderes. 40 Millionen. Krass. Das ist krass. Kann ich den vielleicht noch irgendwie, kriegen. 40 Millionen, wenn ich jetzt so 45 Millionen mache. Könnte sein. Könnte aber auch schon zu spät sein. Wie sieht es mit den jüngsten Transfers aus? Ups. Da.
Willems, okay, kenne ich nicht. Angebot akzeptiert. Wow. Okay, warte. Da müssen wir ein bisschen mit unserem Transfergeld spielen. Ja. So. Und können jetzt demzufolge auch hier den Vertrag anbieten. 90 Millionen, 4 Jahre. Essentieller Stammspieler. Weiter. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Ich glaube, wir kriegen den nicht mehr. Gut. Monatsbericht die Jugendmannschaft. Stimmt, wir könnten da eigentlich auch nochmal ein paar Scouts und so hinschicken, ne? Aber momentan überzeugen wir mich die nicht so. Kann ich ja nochmal ein paar Scouts und so hinschicken. So, Scouts, globales Transfernetzwerk. Scout verfügbar, gut. Geh mal bitte nach... nach Saudi-Arabien. Ne, warte. Ich muss ja da, ne? Ne, da? Nö. Da. Finde Talente für die Nachwuchsmannschaft. Scout. Wir haben ja jetzt unser Geld, ne? Wir haben ja jetzt Geld. Deswegen können wir da ein paar Scouts anheuern. Scout verfügbar. Wer ist jetzt besser? Erfahrung, Einschätzung. Wir nehmen den. So. Netzwerk aufbauen. Bitte einmal in Saudi-Arabien. Dauer 9 Monate. Typ. Alle. Einfach mal alle. Ja. Cool. Den Soundeffekt habe ich noch nie gehört. Algerien. Vielleicht sind ja da irgendwelche Leute drin, die krass sind. Vielleicht. Vielleicht aber auch gar nicht. Und... Bolivien. Da, Bolivien. Ne, alle. Gut. Gut. Dann haben wir da jetzt auch ein paar Scouts hingeschickt. Wir schauen mal eben. Na, okay. Einmal im Monat. Okay. Weiter. Nationaltrainer-Offerte. Belgien. Ne, will ich auch nicht. Weil ich hatte letztens schon Belgien und... Von Belgien habe ich auch langsam die Schnauze voll. So, Dragowski ist da. Die Baller. Chancenerarbeitung bitte nochmal. Meier ist da schon drin. Ein Kansa. Ein Kansa bitte Kopfwelle oder so. Schuss, Kopfwelle und Volley. Ja. Und ja, Silvester einfach mal. Mach mich glücklich. Dragowski hat sich verbessert, sehr gut. Sehr, sehr gut. Schwein, ein gefragter Mann. Russland will auch was von mir. Chile will was von mir. Bolivien will auch was von mir. Was will ich in Bolivien, Alter? Peru will was von mir. Okay. Gut zu wissen. Kauflewitsch nicht zufrieden und Limke nicht zufrieden. Ist mir aber beides eigentlich relativ wumpe. Ja. Können wir über mein Gehalt sprechen? Aktuell ist aus Saudi-Arabien. Achso, ja. Die habe ich ja dahin geschickt. Oh, der sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Den will ich mal bitte beobachten. Bassas. Auch beobachten, bitte. Fetz Fazidis! Da ist er! Geil! Ah ja, den hat hier schon. Aldosari. Boah, krass, Ausdauer. Wow. Okay, und Bahui. Bahui! Nö, den nicht. Den mag ich nicht. Gut,
Dann spielen wir, wie schlägt sich Baumann bei bei Liverpool? Ziemlich durchwachsen. Er zeigt nicht, was ich von ihm erwartet habe. Oh. Meinetwegen kann SV Sandhausen ihn zurückhaben, sagt ein Fan. Krass, Alter. Und die haben den für 95 Millionen gekauft. Und ein totaler Reinfall. Krass, Alter. So, aber den Rest lesen wir dann morgen. Haut rein. Ciao.